Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Auch in diesem Monat, im Mai, haben die liebe Sarah, Isabel uns wieder zusammengetan und eine Episode für das Motto Hashtag Ungeschönt bzw. für unser fortlaufendes Thema Ungeschönt hier zu machen. Also sie auf ihrem Kanal, ich auf meinem Kanal. Und wenn du Bock drauf hast, zu sehen, was wir uns für den Monat Mai ausgedacht haben, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, mein Video kommt um 11 Uhr online, das Video von Sarah Isabel heute um 19.30 Uhr. Sobald es online ist, verlinke ich euch das unten in der Infobox. Im Mai habe ich Geburtstag und ich durfte mir das Thema aussuchen. Und es ist angelehnt an mein Sternzeichen Zwilling. Ja, Zwilling. Zwei Gesichter haben die ja normalerweise, ne? Kennt man ja irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, das macht doch super viel Spaß, wenn wir auf der einen Seite des Gesichtes quasi die teuersten Produkte, die wir so bei uns in der Sammlung haben, draufklatschen und auf die andere Seite die günstigsten Produkte. Und der Clou des Ganzen ist, dass wir die andere einfach mal schätzen lassen, was die Produkte überhaupt so kosten. Und ich bin extrem gespannt, was Sarah Isabel so zu den einzelnen Produkten sich überlegt hat, weil ich glaube, der Wertunterschied auf beiden Seiten, der wird enorm sein. Also ich weiß nicht, ihr habt ja wahrscheinlich, ihr werdet, weiß ich nicht, mehrere hundert Euro Unterschied, ne? Richtig interessant für mich ist natürlich auch, ob da jetzt irgendwie auch ein großer Unterschied zu sehen ist. Das ist ja für mich meine linke Gesichtshälfte, etwas problematischer her ist von der Haut her aktuell, weil ich hier so einen dicken, fetten Oschi habe, hier irgendwie etwas, was abklingen möchte. Da auch so ein Wusel-Kapusel, habe ich mir gedacht, dass ich auf diese Seite die High-End-Produkte packe und auf diese Seite die Drogerieprodukte. Ich habe sogar 1:1 die gleichen Pinsel mir rausgesucht, weil von Spectrum habe ich mal so Mystery-Boxen mir bestellt, ne? Und da hatte ich dann Pinselsets halt identisch, sodass ich wirklich den ein und denselben Pinsel sowohl bei Foundation-Buffer, da verliert er schon bei Haare, egal, als auch bei Puderpinseln, bei Augenpinseln und so, die gleichen Pinsel habe, halt zweimal. Und tada, von Twicy habe ich auch mal so Schwämmchen zugeschickt bekommen, also zusammen mit der Lidschattenpalette. Und das sind auch 1:1 die gleichen. Dementsprechend, ne, habe ich dann auch zwei gleiche Schwämmchen. So, los geht's. Und zwar möchte ich auf diese Seite zuallererst den teuersten Primer packen, den ich so in meiner Sammlung finden konnte. Es handelt sich um den Avant Pro Collagen Blablabla Age Restore Blablabla Primer. Das ist dieser hier. Und sowas finden wir auch tatsächlich hauptsächlich in irgendwelchen Beauty-Boxen drin. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt drauf, was Sarah Isabel hier getippt hat, was dieses Moped wert ist. Okay, ich sag, Avant oder Avant kostet 18 Euro. Es ist einfach der Wahnsinn, weil du siehst dem Ding halt einfach nicht an, wie teuer das ist, ne? Also klar, die Leute, die schon mal eine Beautybox in den Händen gehalten haben, wissen, dass alles, was von Avant kommt, irgendwie so um 100 Euro ist, ne? Krank, echt krank. Beurteile ein Buch niemals nach seinem Einband. Auf der anderen Seite wird ein Produkt auftauchen, was wahrscheinlich Sarah Isabel auch in ihrer Sammlung hat, denn ich habe bei ihr auch schon ein Full Face Max & More gesehen. Von Max & More, der Face Primer. Illuminating. 27 Milliliter. Genau. Den kriegt man, genau, bei Action. Und der kommt dann auf die Gesichtshälfte. Ich glaube, der kostet 79 Cent. 99. Ich bleib bei 79. Ich mag diesen Primer. Und ich finde es einfach total interessant, wie unterschätzt der ist. Der ist richtig, richtig gut. Der zieht schön ein. Der macht keine Würstchen. Den kannst du auch super mit anderen Produkten zusammen verarbeiten. Der gibt einen schönen Glow auf der Haut. Und ich finde den klasse. Einen großen, aber nicht ganz so großen Preissprung wie bei den Primern haben wir bei den Foundations. Da werde ich jetzt hier auf dieser Seite, da ist übrigens der Primer jetzt richtig krass getrocknet, aber trotzdem alles fein, ne? Von Giorgio Armani, Luminous Silk, und das ist in der Farbe Nummer 4. Alle Produkte sind natürlich auch in der Infobox verlinkt, ne? Den werde ich jetzt auf meiner High-End-Seite verwenden. Giorgio Armani ist sehr teuer, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie teuer die ist. Ne, ich sage 55. In Kombination mit dem Primer sieht das übrigens gar nicht mal so juicy kapusi aus, sondern eher matt. Mag ich eigentlich nicht so gerne. Vor allem, weil das eine Luminous Foundation sein soll. Für die Drogerieseite nehme ich von Rival de Loop dieses Natural Lift Make-up, eine optische Faltenreduzierung in der Farbe Light Beige 01. Ich meine, die Foundation kostet 1,99 Euro.
Der Farbton ist definitiv heller, das sieht man auch direkt, ne? Also heller als die andere Seite. Beide Seiten würden jetzt theoretisch klar gehen für mich. Aber hier habe ich eine viel festere Konsistenz, ein viel dickeres Produkt. Und irgendwie gefällt mir die Seite besser. Auch geil, der kleine Mann wollte erst gar nicht mit reinkommen. Und jetzt hat er gerade an der Tür sich so angelehnt und da habe ich das Knacken gehört. Auch den Concealer habe ich recht neu. Das ist von Shiseido, dieser Concealer in der Farbnuance 102 Fair. Synchro Skin Self Refreshing Gedönsen. Das ist der teuerste, den ich in meiner Sammlung drin habe. Und winzig, ne? Also gut, nee, eigentlich nicht. 5,8 Milliliter ist eigentlich gar nicht so wenig. Das darf man nicht unterschätzen. Der wirkt halt so winzig klein, ne? Shiseido ist auch teurer. Das kann man im Douglas kaufen, oder? Ich sag jetzt einfach mal 25. Also der Concealer ist definitiv von der sehr deckenden Sorte, was ich jetzt auch gerade gar nicht so verkehrt finde, weil der dann wirklich alles schön abdecken kann, was ich abgedeckt haben möchte. Er lässt sich aber wirklich schwer verteilen, weil er eher pastig ist. Ne? Aber trotzdem ist es ein schönes Produkt. Dagegen antreten lassen wir von Riva Loves Me den Color Correcting Concealer in Waterproof. Und den habe ich hier in der Farbe 02 Vanilla. Schaut so aus und den habe ich auch schon ewig in 3 Tage, glaube ich, nicht mehr verwendet. Oha, jo, der ist auch ein bisschen gelb, ne? Ich habe den auch, aber ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie teuer der ist. Aber ich schätze jetzt einfach mal 1,79 Euro. Wir haben hier auf jeden Fall ein etwas saftigeres Ergebnis, also nicht so super matt, wie es auf dieser Seite ist, also auch beim Concealer tatsächlich. Was sieht jetzt so besser aus oder seht ihr überhaupt einen Unterschied? Zum aktuellen Zeitpunkt gefällt mir die Drogerie-Seite um Längen besser als die High-End-Seite. Ich habe jetzt tatsächlich bei beiden auch eher ein Produkt, was nicht hundertprozentig eine Lidschatten-Base ist. Das kann man auch als andere Sachen bezeichnen. Da habe ich auf der High-End-Seite von MAC den Klassiker, den Paint Pot in der Farbe Painterly. Also ne, ganz klassisch, ist ja eigentlich eher ein Creme-Lidschatten, der dann von vielen Leuten umfunktioniert wurde als ja, Lidschatten-Base. Ich habe von den Paint Pots auch einige. Nur sind die Preise ja da auch auf jeden Fall höher geworden. Deswegen sage ich einfach mal 26 Euro. Ich hatte den damals auch in der Farbe Soft Ocker zuerst. Und da muss ich wirklich sagen, habe ich mich mega im Farbton vergriffen. Alle haben halt gesagt, Soft Ocker ist halt der perfekte Farbton. Für mich halt nicht, ne? Ja, und auf der Drogerieseite gönnen wir uns mal wieder ein Produkt von Riva Loves Me. Diese Marke wird uns hier auch, glaube ich, noch ein bisschen begleiten. Ein Eyeshadow Glow Base and Highlighter. Ne? Also kannst du als Lidschatten verwenden, also als Creme-Lidschatten, als Highlighter kann man sich den theoretisch auch auftupfen. Schaut so aus, habe ich als Riva Loves Me ganz neu in die Rossmann-Märkte eingezogen ist, mir damals gekauft. Sieht verrückt aus, kann man aber auch super mit dem Finger auftragen. Riva Loves Me, 1,99 Euro. Ist halt richtig mit Schimmer am Start, ne? Ist ja auch Glowbase und Highlighter in einem. Dann gönnen wir uns doch mal ein bisschen Puder. Da habe ich auf der High-End-Seite von By Terry ein Puder. Ich glaube, das habe ich aber aus dem Trashy, glaube ich, mal rausgenommen, oder? Das habe ich mir doch nicht gekauft. Sau teuer. Hyaluronic Tinted Hydra Powder habe ich hier in der Farbe Rosy Light. Das ist wirklich ein loses Puder. By Terry ist halt richtig teuer. Ich sag 49 Euro. Jetzt gerade 3:15. Die ganze Nachbarschaft fängt hier gerade an, fleißig Rasen zu mähen. Es ist einfach heute ein wunderschöner Tag, Leute. Und mein Mann, der Arme, der muss noch arbeiten. Dem habe ich nämlich eben den Schweigefuchs gezeigt, als ich hier in mein Filmezimmer gegangen bin. Und der Postbote kommt. Mensch, so viele Ereignisse auf einmal, Leute. Ein Rossmann-Paket. Und auf der Drogerieseite, das hat mich ein bisschen verwirrt, ne? Denn ich habe ja so viele Puder. Aber das Soft Compact Powder von Manhattan in der Farbe 1 Naturell ist das günstigste Puder, was ich in meiner Sammlung habe. Nicht schlecht, Herr Specht, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es irgendwie 3,75 Euro oder irgendwie so kostet. Ja, auch hier schönes Puder. Jetzt gefällt mir die Base immer noch super schön. Also ich kann mich auf beiden Seiten eigentlich nicht beklagen, wobei ich immer noch sagen muss, dass mir die Drogerieseite immer noch besser gefällt. Oh ja, jetzt habe ich ein Produkt, da freue ich mich schon so lange drauf. Clarins, da habe ich hier einen Bronzer, der kommt jedes Jahr neu in der LE raus.
da gibt es jetzt auch schon wieder eine neue LE und mir juckt es unter den Fingern. Bronzing Compact Sunkissed Bronzing Powder, 18 Gramm, ist natürlich halt auch echt viel, was da drin ist, ne? Aber das ist der teuerste Bronzer, den ich in meiner Sammlung drin habe. Clara, sage ich einfach mal 19,99 €. Und damit kannst du halt auch nicht so viel verkehrt machen, weil der sich ja auch so schön von alleine ausblendet und weil er so toll ist. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne, aber ich versuche den nicht allzu häufig zu verwenden, was totaler Schwachsinn ist, weil dieses Pressing mir da drin so gut gefällt. Ist das dumm? Irgendwie schon, ne? Ja, aber so sieht das Ganze jetzt schön aufgewärmt aus, sehr subtil. Und das ist, wie ich Bronzer halt super gerne mag. Dann bin ich mal gespannt, was der Bronzer auf der anderen Seite zaubern wird. MUA Makeup Academy Sunkissed Bronze soll einen Soft Tanning Effekt geben. Ich meine mich zu erinnern, dass der schon ziemlich heftig war. Ja, wobei, ja, relativ rotstichig ist er, aber ich glaube, wir können Freunde werden. Makeup Academy gab es, glaube ich, mal bei Müller zu kaufen. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich kann es ganz schwer einschätzen. Ich sage einfach mal 2,50 €, weil ich glaube, dass das so eine sehr günstige Marke sein sollte. Wobei ich hier wirklich sagen muss, sowohl die Verblendbarkeit als auch der Farbton von dem von Clarins gefallen mir ganz persönlich halt einfach besser. Ne? Auf beiden Seiten habe ich jetzt eigentlich relativ schimmernde Blushes. Ne? Also Blushes, die halt auch irgendwie so ein bisschen Schimmer mit drin haben. High-End-Seite, das war mal in einem Adventskalender oder in irgendeiner Sonderedition von der Beautybox drin. Hätte ich mir im Leben wahrscheinlich nicht gekauft, weil super teuer. Kevin O'Quinn habe ich hier The Neo Blush in der Farbe Rose Cliff. Das ist dieser hier, Golden Rose. Und der war, wie gesagt, mal irgendwo in einer Beautybox drin. Es ist halt so ein, ne? Kannst du hier entweder super hell, fast schon Highlighter verwenden. Und hier geht es dann ein bisschen weiter dunkel. Es ist ein Schätzelein, einfach. Kevin O'Quinn, das ist auch richtig teuer, das weiß ich. Ich sage 49 €. Und das Traurige bei diesem Blush ist halt wirklich, dass man diese Schätzeleien auch nur super subtil sieht. Also das ist jetzt nicht so, ne, als hätte ich jetzt so bam, mega Blushing-Effekt. Aber trotzdem, man hat Kevin O'Quinn im Gesicht, ist doch mal was, ne? Das war von Rival de Loop, eine Limited Edition Tropical Heat. Da habe ich hier den Blusher, ne, vor Ewigkeiten, wirklich vor Ewigkeiten gekauft. Und auch der hat Glow mit dabei. Der ist wunderschön. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das 2,99 € oder 3,99 € war. Deswegen sage ich einfach mal 3,99 €. Das reicht schon, ne? Aber komm, wir bauen noch ein bisschen was auf. Wir kommen ja nicht nochmal so jung hier zusammen. Ja, mit etwas leichteren Schimmer als auf der Kevin O'Quinn Seite. Hier sind wir etwas peachiger, wohingegen das hier etwas rosé-stichiger ist. Trotzdem, alle beide wunderschön, wobei ich tatsächlich den hier geiler finde. Im Highlighter, da habe ich hier von Banana Beauty so eine Palette mir mal gekauft. Klar, man muss normalerweise bedenken, dass Banana Beauty dann ja auch seine 40-50% Rabatt gefühlt immer mit dabei hat. Trotzdem gehe ich ja von dem Original-UVP-Wert aus, ne? Und da ist einfach diese Palette das teuerste, was ich als Highlighter in meiner Sammlung drin habe. Und da haben sich irgendwie drei verschiedene Influencer zusammengetan und diese Highlighter-Palette rausgebracht. Trio-Highlighter-Palette für intensiven Glow, das sind diese hier. Ich glaube, die einzige Influencerin, die ich hier kenne, ist Sarah Harrison. Die ist da irgendwie mit drin gewesen. Und ich werde mir aber einen Mix aus diesen beiden Tönen geben und ja, Glow auf diese Seite bringen. Banana Beauty. Ich habe nichts von Banana Beauty, weiß aber, dass die relativ teuer sind. Und das scheint so eine Special Edition zu sein, weil da auch so Unterschriften drauf sind. Ich sag einfach mal, das ist eine Highlighter-Palette und die kostet 39 €. Also ich mag es ja lieber, wenn man halt so Glass-Skin-Glow hat, ne? Also wenn du jetzt nicht irgendwie so einen Streifen hast. Gleichzeitig mag ich es aber auch ganz gerne, wenn man den Glow schon so ein bisschen sieht. Und das erfüllt dieser Highlighter halt schon, ne? Mag ich. Aber ist er sein Geld wert? Keine Ahnung. Gibt es den überhaupt noch? Keine Ahnung. Aber ich habe ihn. Und der bleibt auch sehr, sehr, sehr gerne in meiner Sammlung drin. Und auf der günstigen Seite habe ich hier von Rival Loves Me aus einer Limited Edition aus der So Cozy LE den Highlighter. Da habe ich auch den Blush von. Mega. Richtig, richtig geil. Der So Cozy Highlighter. Ich liebe ihn. Ich trage ihn gerade tatsächlich in meinem Gesicht. Eins meiner Alltagsprodukte. 2,79 € sage ich. Aber auch das ist wieder ein Highlighter, den ich sehr gerne mag, weil du hast hier keinen groben Glitzer. Du hast hier auch einen schönen Glow from below. Und ne, wenn man den halt so dezent aufträgt, wie ich das jetzt gemacht habe,
beautiful, kannst du nichts zu sagen. Also beide Seiten sehen jetzt sehr, sehr schön aus. Betrachtet man den Preisunterschied, würde ich nach wie vor zu der Drogerieseite tendieren. Aber jetzt kommen die Augenbrauen dran. Da haben wir bei den Farben her tatsächlich auch zwei Favoriten von mir. Einmal auf der High-End-Seite Precisely My Brow Pencil in der Farbe 2. Ja, ich bin ja auch ein Bene-Babe, das heißt, ich bekomme von Benefit ab und an mal Produkte in PR zugesendet, um sie halt auch zu zeigen. Aber das ist ein Produkt, was ich damals auch schon mir mal gekauft habe. Eine sehr, sehr, sehr geile Augenbrauengeschichte und hat hier unten Spoolie dran, hier oben eine feine Mine und das kommt jetzt auf die Seite drauf. Benefit und die sind echt teuer. Ich sag 28. Ein sehr, sehr schönes Produkt, was sich toll auftragen lässt, schön aufbauen lässt, schön ausblenden lässt. Also ich mag die Benefit Augenbrauenstifte wirklich gerne. Es muss aber ehrlich gesagt nicht immer so ein teures Moped sein. Ne? Also es gibt auch von Zoeva welche, es gibt welche von Nabla, die deutlich günstiger sind und die halt auch schön meinen Augenbrauenton treffen. Und was ich mittlerweile auch herausgefunden habe, auch von Catrice in der Farbe 015 Ash Blond, der braucht sich aber viel, viel schneller auf. Ne? Also da merke ich schon einen Unterschied zwischen High-End und Drogerie, was das Aufbrauchen angeht, aber darum soll es gar nicht gehen. Mag ich gerne leiden, finde ich beautiful. Und jetzt gehen wir zur Drogerieseite. Beziehungsweise zu dem günstigsten Augenbrauenprodukt, was ich habe. Das kommt auch wieder von Action. Hatte ich auch schon mal in meinen Jahresfavoriten drin. Von Max & More, der Eyebrow Pencil. Ich weiß gar nicht, welche Farbe das ist. Ob das überhaupt da irgendwo beisteht. Ich denke, das ist irgendwie hellbraun oder so. Du hast hier oben sogar einen Anspitzer involviert, inkludiert. Was ich auch ziemlich cool finde. Ne? Es ist halt ein anspitzbarer Stift und ein Spoolie mit dabei. Der ist auch richtig geil. Also das Augenbrauenprodukt. Max & More. Ich glaube, der kostet 79 Cent. Ja gut, in der Nähe sieht man halt, dass dieser Stift von Max & More ein bisschen mehr so bröckelt, krümelt, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Also der gibt halt manchmal schon so kleine Stückchen ab, die man dann besser rausbürsten muss. Das hast du bei der Benefit-Seite halt nicht. Aber wenn du dir das jetzt einfach mal so vom Ergebnis her anguckst, rein farbtechnisch, ne, das könnte 1:1 das gleiche Stiftlein gewesen sein, ne? Ist ja irgendwie nicht groß unterschiedlich. Natürlich werde ich auf der High-End-Seite, beziehungsweise ist mein teuerstes Augenbrauen-Fixierungsprodukt der 24 Hours Brow Setter von Benefit. Ne? Ist ein super teures Produkt, ist aber auch ein super geiles Produkt. Den würde ich mir jederzeit selber nachkaufen, weil ich den so schön finde. Der tackert die Augenbrauen fest, ist aber jetzt nicht irgendwie so, dass er die Augenbrauen mega komisch verkleben würde oder so. Benefit, der 24-Hour Brow Setter in Original, ich glaube auch so 30 Euro. Und ich meine, dass Sarah Isabel den auch bei sich als teuerstes Produkt liegen hat. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sie das Produkt so findet. Kann ich mich nämlich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ja, und das günstigste kommt von Essence. Das haben, glaube ich, auch super viele bei sich. Ne? Lash and Brow Gel Mascara Style and Comp. Also, ne, hat sich auch schon ein bisschen verfärbt. Das verfärbt sich natürlich immer mit der Zeit so ein bisschen. Von Essence. Ich glaube, das ist so ein Preis, der sehr häufig vorkommt. Aber ich sag auch 1,99 Euro oder 2,50 Euro. 2,50 Euro. Für mich persönlich ein bisschen zu nass, sodass ich da auch immer aufpassen muss, dass ich mir nicht zu viel Augenbrauenprodukt dann damit abtrage. Aber das Ergebnis ist recht ähnlich zu dem von Benefit, wobei ich wirklich sagen muss, die Haltbarkeit bei dem 24 Hours Brow Setter spricht halt wirklich für sich und deswegen würde ich da halt auch immer irgendwie zu greifen. Hier merke ich zum Beispiel das Produkt noch richtig auf der Augenbraue, dass es nass ist und es muss halt erstmal runtertrocknen. Das habe ich bei dem 24 Hours Brow Setter halt nicht. Wow, wir kommen jetzt zu einem super spannenden Thema und zwar Lidschattenpaletten. Da habe ich mir natürlich die teuerste und die günstigste Palette aus meiner Sammlung rausgesucht. Okay, komm, allein von der Größe her, ne? Man sagt ja, die Größe zählt nicht, aber hier zählt es halt irgendwie schon. Ich werde versuchen, mit beiden Paletten auch so ein bisschen einen ähnlichen Look zu schminken, damit ich auch den ganzen Tag wirklich mein Gesicht so weiterhin tragen kann. Das wäre so mein Bestreben. Als teuerste Palette habe ich von Anastasia Beverly Hills die Norvina Collection Palette und zwar die Pro Pigment Volume 3 Palette. Die hat so Schmetterlinge drauf, was ich sehr hübsch finde. Ist, glaube ich, sogar die größte Palette, fast die größte Palette in meiner Sammlung, aber auf jeden Fall eine der buntesten mit super vielen wunderschönen Tönen. Da kannst du halt richtig mit eskalieren, ne? Die Norvina Palette, ich habe keine Ahnung, ich sag 59,99 Euro.
Und dadurch, dass ich natürlich die Farben auch mischen muss, kriege ich ein etwas anderes Ergebnis als das, was ich hinkriegen würde, wenn ich das natürlich jetzt so frei Schnauze verwenden würde. Aber trotzdem finde ich, dass der Look schön ist. Ne? Ich habe das jetzt wirklich auch nicht allzu sehr aufgebaut. Ich hätte natürlich auch die matten Töne viel intensiver machen können. Aber so gefällt mir das schon mal. Dann sehen wir mal zu, dass wir die andere Seite relativ genauso hinkriegen. Und da habe ich von Relove die Express Shadow Palette in der Farbe Express drin. Genau, das sind diese Töne. Und jetzt seht ihr auch, warum ich die Töne gewählt habe, die ich jetzt auch auf dem Auge drauf habe. Die Relove Express Palette kostet 2,99 €. Sie war in meiner Box mit Cosmetic for Less, deswegen weiß ich das. Wäre cool gewesen, wenn es funktioniert hätte, aber so haben wir jetzt zwei unterschiedliche Looks auf den Augen, die halt irgendwie ein kleines bisschen sich ähneln, aber jetzt auch nicht hundertprozentig. Zuallererst muss ich Props an die Relove Palette aussprechen, weil die wirklich super schön von der Verarbeitung her ist. Also die ließ sich toll aufs Auge bringen, war wirklich einfach. Von der Farbintensität und von der Farbauswahl her gefällt mir definitiv die Anastasia Beverly Hills Palette um Längen besser, wobei man da auch einen exorbitant krassen Preisunterschied hat. Jetzt kommen wir zu einem weiteren schwierigen Gedönsen, wo ich mir aber erstmal einen Schluck Tee trinken muss hier. Denn wir haben uns mal wieder eine wundervolle Challenge gestellt. Ich darf mal wieder die Suva UV Primaries Palette verwenden. Und weil ich gleich auf der anderen Seite einen grünen Kajalstift verwenden werde, werde ich mir natürlich Farblehre und so, ne, aus dem Gelben und dem Blau, vielleicht auch ein bisschen das Schwarz mit reingemischt, muss ich mal gucken, einen grünen Eyeliner basteln. Suva Beauty, ich habe selber diese Liner Paletten. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, wie teuer die waren. Ich glaube 24,99 € oder 29,99 €. Ich bleibe bei 24,99 €. Das ist halt bei dieser Palette das Geile, dass du die Möglichkeit hast, dir jede Farbe damit reinzumischen. Ja, und auf der anderen Seite habe ich von Alverde ein Schätzelein. Und zwar hatte ich den mir, glaube ich, sogar mal gekauft. Eyeliner Automatic mit Anspitzer in der Farbe 19 Forest Green. Der ist halt nicht so farbintensiv, wie das der hier ist, ne? Aber trotzdem ist das ein geiler Moped. Und ja, den kann ich halt auch als Wasserlinienvieh nehmen oder so. Aber ich nehme den jetzt wirklich, um mir damit einen Eyeliner zu ziehen. Der Alverde Eyeliner... 3,45 €. Kannst du halt besser verwenden, wenn du keinen Lidschatten genommen hast, weil es ist einfach ein grüner Lidschatten und ein grüner, ne, den man, ne, wenig sieht. Okidoki, das Ganze möchte gerne fixiert werden. Da habe ich als teuerstes Setting Spray, Fixing Spray etwas hier von Starskin Orglamic Pink Cactus Serum Mist. Hydrate and Glow Shot, soll hydratisieren und so weiter. Das hatte ich auch mal irgendwo in einem Adventskalender mit drin, ne? Starskin habe ich noch nie gehört. 35 €. Auf der günstigen Seite tritt ein relativer Klassiker an. Und zwar ist es von Isana das Wasserspray Aqua. Kostet unter 1 €, denke ich mal. Ne? Ist wie so ein Deo, also continuous, ne? Huch, wenn ihr nicht alles nass machen. Beim Fixing Spray bin ich mir ziemlich sicher. Das Wasserspray kostet, glaube ich, 99 Cent von Isana. Hat beides ganz gut gerade noch einen frische Kick gegeben, hat beides nicht die Base runtergenommen oder so. Ja, macht ein schönes Ergebnis. Nach wie vor hier mehr Glow als hier, ne? Das sieht man sehr intensiv. Du kannst eine super teure Mascara haben, die furchtbar ist, und eine super günstige, die fantastisch ist. Und hier habe ich jetzt zwei Mascaren, ja, die krass sind. Einmal von Pat McGrath Labs, die Fetisch Eis Mascara, die hatten wir in irgendeinem Adventskalender mit drin. Und auf der anderen Seite von Riva Loves Me Mega Lash Booster Fake Lashes Mascara. Diese beiden möchten jetzt einfach mal gegeneinander antreten. Die günstige kostet 3,25 € und Pat McGrath Labs. Was könnte so eine Mascara kosten? Ich weiß es nicht. Ich schätze jetzt einfach mal 39 €. Ja, hier ist das Ergebnis wirklich eindeutig, ne? Also leider, leider, wirklich leider, ist die Reva Loves Me Mascara halt super, super wenig. Sie hat es natürlich auch schwer, weil der Augenlook ist dunkler. Und je dunkler ein Augenlook ist, desto weniger wirkt eine Mascara, ist klar, ne? Aber ihr seht, das war's umgefallen. Ihr seht es halt auch nochmal von Namen und, ne, es ist eindeutig. Also die Fetisch-Eis-Mascara,
von Pat McGrath Labs. Ist auch nicht die beste Mascara, die ich besitze. Da ist definitiv ja meine liebste Mascara die Nabla Vigis, ne? Aber trotzdem ist es eine sehr, sehr gute Mascara, die sowohl Volumen als auch Schwung gegeben hat und Länge, als auch die Wimpern getrennt hat. Also die war jetzt nicht so super verklebt. Verklebend, wie ich es eigentlich befürchtet hatte tatsächlich. Das ist schon eine geile Geschichte, aber ob man dafür jetzt den Preis bezahlen muss, sei dahingestellt. Aus der Entfernung sieht man tatsächlich bei den Augen schon einen Unterschied, ne? Bei der Base aber nicht wirklich. Jetzt mal ganz ehrlich, schreibt mal den Zwischenstand eurer Meinung unten in die Kommentare. Jetzt bei den Lippen wird es ein bisschen ja, auffälliger, dass da ein Unterschied ist, weil, Entschuldigung, das war der Stuhl und eine Fuge. Ja, denn zum Beispiel jetzt auf der Lip Liner Seite habe ich für die teuerste Geschichte von Yves Saint Laurent einen durchsichtigen Lip Liner, ne? Die Farbe ist 22, Lip Liner einfach. Yves Saint Laurent, was kostet da so ein Lip Liner? 16 Euro? Von Essence Draw the Line Instant Color Lip Liner in der Farbe 20 Rich Mahogany. Ne, da hast du jetzt direkt einen Farbunterschied. Essence Rich Mahogany, das klingt ja sehr schön. Das ist einer von denen zum Rausdrehen. Dann kosten die 1,75 Euro. Und jetzt mal nur von der Qualität des Lip Liners her. Es tut's der Essence. Also da brauchst du keinen von Yves Saint Laurent, definitiv nicht. Ja, Lippenprodukt. Da hatte ich in einer Beauty.at-Box mal dieses Produkt drin und bin vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, wie sackenteuer das ist. iSkin New York ist hier nämlich Lip Addict Voluptuous Lip Plumper in der Farbe 205. Ich habe keine Ahnung, deswegen schätze ich jetzt einfach mal, wie teuer so ein richtig teuer Lipgloss sein könnte, den du besitzt. Und sage 29 Euro. Und macht halt zusammen mit diesem Lip Liner, der ja so Milchbartlippen macht quasi, so einen richtig geilen Barbie-Look. Au. Ja, man muss aber nicht so einen sackenteuren Lip Plumper nehmen. Man kann sich auch einfach den von Essence schnappen. Extreme Shine Volume Lip Gloss habe ich hier. Ist übrigens Extreme Plumping in der Farbe 106 Sugar Rush. Und der kommt jetzt auf die Seite. Wird sich hoffentlich mit dem Lip Liner auch irgendwie verbinden, weil das sieht ja noch etwas merkwürdig aus. Der von Essence kostet, glaube ich, 2,95 Euro. Wow, die 90er haben angerufen, sie wollen ihre Lippenkombi zurückhaben, ne? Das ist schon richtig krass, also wirklich krass, wie das einfach nicht miteinander harmoniert. Also irgendwie schon, wenn man das halt, ne, ab und an mag ich das ja ganz gerne, wenn das so aussieht. Aber jetzt gerade möchte der Lip Liner sich halt nicht mit dem Lip Gloss vermischen. Und ja, Leute... Das ist schon krass, oder? Jetzt haben wir hier eine Reise beendet. Das ist jetzt mein fertiger Look. Ehrlich. Ich mag die Drogerieseite lieber. Krass. Also mein Fazit ist halt wirklich, dass man es nicht sieht, ob du jetzt Drogerie, High-End, ob du was vom Action drauf hast oder ob du ein super High-End, krasses, teures Produkt drauf hast. Je nachdem, was für ein Hauttyp man ist, ob man trockene Haut hat, ob man ölige Haut hat, Mischhaut, ne, kann ein teures Produkt ein Make-up versauen. Und ein günstiges Produkt, ein Make-up aufwerten. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, ob ihr gedacht hättet, dass es am Ende so aussieht, dass es am Ende dann doch so ähnlich irgendwie ist und gerade aus der Entfernung so gleich aussieht. Ich habe für mich einfach so herausgefunden, dass so ein gesundes Mittelmaß immer ganz schön ist. Also, dass man halt sowohl Drogerieprodukte verwendet als auch High-End-Produkte. Und wenn man die halt geschickt kombiniert, hat man nicht nur irre viel Geld gespart, sondern hat auch irgendwie so ein kleines luxuriöses Feeling mit dabei. Obwohl man nicht so ein super teures Make-up im Gesicht hat. Wisst ihr, was ich meine? So kleine Akzente setzen oder einfach so für sich selber einfach mal was gönnen zwischendrin. Ich sag nur Nabla Vigis Mascara. Ich wollte gerade schon wieder die Kamera halten. Ich habe jetzt getan. Ne? Das ist halt immer so ein kleines i-Tüpfelchen für mich. Da, ne? Wisst ihr Bescheid. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Zwei-Gesichter-Zwillings-Mai-Ungeschönt-Video. Und wir schauen heute um 19.30 Uhr auf jeden Fall alle bei der Sarah Isabel vorbei. Ich bin sehr gespannt. Und wenn dir mein Video dann gefallen hat, was... Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen ungeschönt Videos. Hier unten mein neuesten Upload.
an dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!